Jo, Leute, willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Kanal. Und ja, heute gibt es mal wieder ein neues Video für euch. Und zwar gibt es heute mal wieder die wöchentlichen Challenge von der Woche 7, Leute. Und ja, ich würde mal sagen, heute gibt es aber nicht nur die wöchentlichen Challenge von der Woche 7, sondern heute gibt es nochmal eine kleine Zusatzinformation, die seit heute im Spiel ist, beziehungsweise seit heute in den Gamepads entdeckt wurde. Und ja, sonst würde ich mal sagen, ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst auf jeden Fall ein Like, eine positive Wertung und ein Abo da. Und wir würden sagen, legen wir los. Und ja, bevor wir mit den Challenges der Woche 7 anfangen, gibt es natürlich jetzt die Zusatz-News, die seit heute geleakt wurde. Und zwar geht es um den Blockbuster-Skin, Leute. Genau, viele wissen es schon, viele haben den Blockbuster-Skin noch nicht gesehen. Und zwar wurde heute von einem 2 Epic Bundles wieder geleakt. Und ja, auf jeden Fall gibt es nicht den ganzen, also man kann nicht den Skin an sich leaken, oder beziehungsweise der Skin an sich wurde noch nicht geleakt, sondern ein Bild, und zwar das Blockbuster-Bild. Und ja, das Blockbuster-Bild, was man natürlich jede Woche bekommt, nachdem man alle Challenges abgeschlossen hat. Und zwar wurde das von Epic Bundles geleakt und man kann schon den angenommenen Skin, der dann rauskommen soll, als Blockbuster-Skin sehen. Und ja, schaut auf jeden Fall mega nice aus in meinen Augen. Natürlich ist es wieder Geschmackssache. Viele sagen, ja, das ist ein Crap-Skin dafür, dass das ein Blockbuster-Skin ist und dass der so lang angespielt wurde. Aber es ist, wie schon gesagt, Geschmackssache. Viele mögen ihn, viele würden sagen, nee, kein Bock auf den Skin. Ich feiere den Skin irgendwie nicht. Und ja, also man muss sich da selber seine eigene Meinung machen. Mir gefällt er zum Beispiel relativ gut. Und ja, sonst würde man sagen, war es das auf jeden Fall mit dieser Zusatz-News, kann man so sagen. Und ich würde mal sagen, dann beginnen wir gleich mit den Challenges. Und ja, wie jede Woche haben wir wieder 7 Challenges am Start, Leute. Und ja, ich würde mal sagen, dann beginnen wir gleich mit der ersten Challenge. Und zwar müssen wir hier 52 Schaden mit einer Spitzhacke an Gegner verursachen, Leute. Ihr müsst einfach nur den Gegner so halt lang schlagen, bis er 52 Damage dem Gegner zugefügt hat. Beziehungsweise könnt ihr nicht einem Gegner 52 Damage zufügen, bis ihr halt diese 52 Damage, geschafft habt, Leute. Und ja, ist auf jeden Fall eigentlich nicht mal so schwer, Leute. Und ja, wenn ihr die Herausforderung geschafft habt, bekommt ihr 5 Sterne, Leute. Dann würde ich mal sagen, kommen wir gleich zur zweiten Challenge. Und zwar haben wir hier Suchekisten in Risky Wheels, Leute. Die Such-Challenge von und Kisten haben, glaube ich, auch in jeder Woche, also nichts Neues. Und ja, in Kisten in Risky Wheels zu suchen, ist, glaube ich, nicht allzu schwer, weil es auch relativ viele Kisten gibt. Wir haben hier den Einschlagsort von diesen Meteoriten in Risky Wheels. Dann haben wir noch hinter der Leinwand Kisten, in diesen Häusern Kisten. Also man hat relativ viele Kisten in Risky Wheels, also kann es, glaube ich, auch nicht so schwer werden. Und ja, die Herausforderung gibt auch wieder 5 Sterne. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur dritten und eher komplizierten Aufgabe. Und zwar haben wir konsumiert Foraged Items. Jetzt denken Sie sich, was sind Foraged Items? Und zwar sind das eigentlich nur Äpfelpilz und Hotbox, Leute. Also genau die drei Sachen. Also entweder hier die drei Sachen, die man auch hier konsumieren kann. Und ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Wobei ich sagen muss, dass Hotbox, obwohl Hotbox zu den Foraged Items gehört, ich meiner Meinung nach nicht sagen würde, dass die nochmal zu einer Mission bzw. zu einer Herausforderung hinkommen würden oder die nochmal zu dieser Herausforderung zählen würden, weil man ja schon in 2 unterschiedlichen Wochen eine Herausforderung hatte, wo man Hotbox einsammeln musste, wenn ich mich genau erinnere. Deshalb gehe ich nicht stark davon aus, dass man hier auch Hotbox konsumieren kann, um diese Challenge zu akzeptieren. Es kann natürlich sein, weil sie eben zu den Forge-Items gehören, aber ich gehe mal nicht davon aus, weil auch 20 Hotbox zu konsumieren wäre extrem wenig. Deshalb gehe ich mal stark davon aus, dass es nur Äpfel und Pilze sind, Leute, die eben jetzt dann neu dazugekommen sind. Und ja, wenn ihr die Aufgabe abgeschlossen habt, dann bekommt ihr wieder 5 Sterne. Dann würde ich sagen, kommen wir nochmal zu den letzten 4 Aufgaben. Und zwar haben wir hier nochmal erziele ein Tor auf verschiedenen Feldern. Ihr kennt ja die Fußballfelder, zum Beispiel hier in Pleasenpark oder zum Beispiel hier in der Fußballhalle. Also ich habe auf der ganzen Map verschiedene Fußballfelder aufgeteilt. Und ja, auf jeden Fall müsst ihr hier in diesen Fußballfeldern, also in 3 verschiedenen Fußballfeldern, immer nur ein Tor schießen. Und ja, das ist, glaube ich, auch nichts relativ schwer. Einfach nur ein Tor schießen, hinfliegen, dauert vielleicht 3 Runden maximal. Und ja, dann bekommt ihr nach dieser Challenge wieder 5 Sterne. Dann kommen wir nochmal zu den letzten 3, Anführungszeichen, schweren Challenges, Leute. Und zwar haben wir hier Folge der Schatzkarte aus Punkt, 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 Leute. Und zwar ist es so, dass Epic Games ja immer mehr Maßnahmen greift, um wirklich diese Challenges und diese Bilder, Skins zu leaken. Beziehungsweise, ja, dass man einfach das nicht mehr leaken kann. Und ja, auf jeden Fall haben die es jetzt ab Woche 7 so gemacht, dass sie eben Punkt, Punkt, Punkt schreiben und keinen bestimmten Ort. Ich gehe mal aber auch davon aus, dass es ein neuer Ort sein könnte, Leute, weil eben
seit heute ja das Stadion im Spiel ist. Das Stadion ist ja ein neuer Ort gerade, der auf der Map hinzugefügt wurde. Kann ich euch nochmal zeigen. Und zwar gehe ich mal stark davon aus, dass dann hier genau Folge-Chartskarte aus Stadion kommt, also aus dem Stadion, weil eben das Stadion neu ist. Konnte ja die Challenges schon vor 3-4 Wochen leaken. Die werden ja immer am Anfang der Season zusammengefasst und hier in die Game Pass gegeben, dass man vielleicht dann schon hätte heraussehen können, dass eben ein neuer Ort ins Spiel kommt. Das wollten die anscheinend nicht und haben sich einfach gedacht, wir schreiben halt Punkt für Punkt hin. Und ja, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es das Stadion sein wird, weil eben das Stadion neu ins Spiel gekommen ist. Und ja. Dann müsst ihr einfach nur eben die Schatzkarte bzw. diesen Stern aufsammeln und dann bekommt ihr 10 Sterne. Dann kommen wir nochmal zur letzten 2 Challenge. Und zwar haben wir hier Sturmgewehr-Eliminierung. Ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Ihr müsst einfach 5 Kills mit dem Sturmgewehr machen und ja, dann bekommt ihr auch wieder 10 Sterne. Und ja, bei der letzten Challenge müssen wir einfach nur 3 Gegner in Shifty-Chefs eliminieren. Das ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Shifty-Chefs ist eher so ein halb beliebter Ort. Beziehungsweise mir gefällt er relativ gut. Und da 3 Kills zu machen, ist, glaube ich, auch nicht die Welt. Und ja, das war's auf jeden Fall mit diesen Challenges von der Woche 7, wie schon gesagt. Folge Schatzkarte aus Stadion oder aus dem Stadion, hätte ich jetzt meiner Meinung gesagt, aber natürlich kann es auch ein anderer Ort sein. Und ja, wie schon gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like, eine positive Bewertung und ein Abo da. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, beim nächsten Livestream. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, Leute. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.